Jo, da würde ich mal sagen. Hinter jeder Ecke. Man muss aufpassen, wohin man tritt. Ja, das stimmt allerdings. Wir sind mitten in. Wir haben nicht aufgepasst und sind mitten in ein Zwartdorf getreten. So, Dünner hier. Zauber bitte. Gut. So, dann stellen wir uns hier auf. Nochmal kurz einen Quicksave. Rasten. Und dann gucken wir uns mal die Sachen an. Erstmal haben wir hier Armbänder. Genau, Abwehrarmbänder RK8. Armbänder sind dicke Bänder aus Metall oder Leder, die mit Gurten oder Riemen an den Unterarm des Charakters befestigt werden. In der Regel kommt die magische Kraft, die die Armbänder besitzen, nur im Kampf zum Tragen. Da die meisten Armbänder den Träger vor Verletzungen schützen oder seine Chancen, den Gegner zu treffen, erhöhen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, auch wenn diese höchst selten sind. Also ja, die sind etwas leicht magisch, die Armbänder. Weil normale Lederarmbänder machen keine Rüstungsklasse um 2 runter. Sind außerdem eine der wenigen Möglichkeiten für Magier, die Rüstungsklasse zu senken. Also jetzt hat sie eine Rüstungsklasse von 8. Ist zwar auch nicht sehr hoch, aber ist besser als 10. Ja. Gut, als nächstes das Kurzschwert. Das kennen wir ja, ist ein Kurzschwert plus 1. Das können wir Minz geben. Zum Verkaufen. Die Pfeile können wir dahin. Und der Flegel müsste ein Flegel plus 1 sein. Genau. Schadenstyp spitze Waffen einhändig. Den kriegt mal Talisa. Kann sie ruhig mit sich rumschleppen. Der wiegt ja nicht viel. Ah, Gewicht 13. Ist doch schon einiges. So. Okay. Den Flegel gebe ich deswegen Talisa, weil... Ich habe ja gesagt, ich will sie zum Kleriker machen. Und solange sie Kleriker ist, kann sie halt auf diese Boni nicht zugreifen, solange wir nicht das Level überstiegen haben. Oh, sie hat nebenbei auch bald mal wieder ein Level up. Sehr schön. Immerhin dauert noch eine Weile. Dünner hier dauert jetzt ganz schön lange. War gut. Aber jetzt ist Dünner hier wenigstens nicht mehr ganz so leicht zu töten. Nichts leichter als das. Und wir haben es Tag. Mal sehen, ob noch mehr Zwarte gekommen sind. Jetzt tagsüber. Falls wir durch das Dorf nochmal durch müssen. Ja, müssen wir, weil wir... Da oben sind noch mehr Zwarte. Euer Leben ja. In meiner Hand. Bin ich froh, wenn ich dieses Zwartdorf hinter mir habe. Das Geschrei von denen geht mir auf die Nerven. Ja, beinahe unter meiner Würde. So. Nein, hau nicht mit dem Flegel zu, hau mit deinem Schwert zu. So. Gut, gucken wir weiter. Ich habe übrigens beschlossen, doch nicht so oft zu Zeitraffern. Für den Fall, dass ihr euch der schönen Umgebung ergötzen wollt. Jetzt sind wir, haben mir die richtigen Worte gefehlt. Also wenn ihr die schöne Umgebung genießen wollt, das kann ja auch sein. Beinahe unter meiner Würde. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Karten von Baldur's Gate sehr gut gemacht. Auch was den Detailgrad angeht. Die ganzen Steine, die hier rumliegen, die Farbunterschiede hier an den Felsen, am Gras. Für ein altes Spiel sehr detailliert, auch wenn die Auflösung nicht so hoch ist jetzt. Ist ja nur 800 mal 600, glaube ich. Und das auch nur dank der Widescreen-Mod. Bei Baldur's Gate 2 muss ich danach immer gucken, dass ich da eine höhere Auflösung einstelle. Mindestens 1024. Okay, und hier geht's wohl nicht mehr weiter. Nein, wir können hier die Karte verlassen. Will ich allerdings nicht. Ich will erstmal zurück ins Zwartdorf. Werde es mal kurz gucken. Okay, das hat geklappt. Oh, ja. Das sollte ich wieder umstellen auf magische Geschosse. Noch kann sie, glaube ich, immer noch nur ein.
Ja, für jeweils zwei zusätzliche Erfahrungsstufen. In späteren Spielen ist das Ding sogar noch böser, weil da auch der Schaden pro Stufe steigt. Also das ist dann 1W4 plus Stufe an Schaden. Mal Anzahl der Geschosse. Oh, neue Zwarte. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass die Zwarte jetzt wieder... dass noch ein paar Zwarte gekommen sind. Ja, und sie wieder wegrennen. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Komm her und stirb. Nicht Khalid hauen. Ja, gut. Okay, wer hat dich zerfetzt? Steht da leider nicht. Da steht nur der erlittene Schaden, nicht wer den Schaden zugefügt hat. Das ist in späteren Spielen dann auch noch ein bisschen detaillierter gehalten. Da steht da, Imoen trifft Zwart für so und so viel Schaden. Khalid kritischer Fehlschlag, Khalid erlittener Schaden 6. Jupp. Nichts leichter als das. Khalid war ja nach unserer Rast vollständig geheilt. Übrigens, durchs Rasten heilt man im Baldur's Gate 1 nicht besonders viele Lebenspunkte. Das ist einfach wirklich fast nur, um Zauber aufzufüllen. Wenn man durch Rasten etwas mehr heilen möchte, dann muss man halt königlich schlafen. Ich glaube, dann heilt man wenigstens 3 Lebenspunkte pro Rast. Also im Wirtshaus königlich rasten. Ich glaube, wenn wir hier im Feld pennen, heilen wir vielleicht 1 oder 0. Womit kann ich dienen? Wer bist du denn? Du siehst mir etwas zwielichtig aus. Hi. Sieh mal einer an. Eine nette Abenteurergruppe. Eine nettere Abenteurergruppe habe ich ja noch nie gesehen. Aber so wie ihr aussieht, seid ihr nicht besonders gut ausgerüstet. Da habt ihr aber Glück gehabt. Ich kann all eure Probleme lösen. Ich habe hier eine Riesenauswahl an Tränken und Schriftrollen. Alle zu vernünftigen Preisen. Also ihr könnt zum Beispiel einen extra starken Heiltrank für 25 Goldmünzen oder eine Schriftrolle mit einem Schutz vor Versteinerung durch Zauber für 100 Goldmünzen haben. Was sagt ihr dazu? Also mir selber kommst du sehr zwielichtig vor. Border. Talisa ist noch ein bisschen, ja, Kerzenburg umhüllt. Die ist noch nicht so offen für die Welt. Also nicht ganz so misstrauisch. Deswegen ist sie wenigstens an dem Trank interessiert. Da gehen halt 25 Goldmünzen jetzt mal drauf. Also wir können sagen, tut mir leid, aber wir brauchen im Moment wirklich nichts. Wie wäre es mit dem Trank? Die Schutzformel gegen Versteinerung sieht gut aus. Schutz vor Magie spricht nicht weiter, das wollen wir. Also ich glaube, hier ist ein bisschen ein Übersetzungsfehler drin. Er verkauft entweder eine Versteinerungsschutzformel oder eine Schutzformel für Zauber. Oder wir können ihm einfach alles abnehmen, aber da wir neutral gut sind, sind wir nicht so. Wir wollen den Trank für die Heilung. Dieser Trank kann Leben retten, das könnt ihr mir glauben. 25 Gold eingebüßt und der macht sich auf den vom Acker. Gut, Khalid hat den Trank. Und hier steht, wenn dieser seltsam trübe Trank... Also hier ist schon der richtige Wortlaut drin. Seltsam trübe. Wenn bei Tränken sowas dabei steht, nicht trinken. Die sind meistens giftig. Also können wir uns den Rest vom Text sparen. Vor allem die 9 Lebenspunkte. Was super toll ist. Extra starker Heiltrank. Unser normaler Heiltrank heilt 9. Und hier steht, wenn ihr diesen Trank ganz austrinkt. Der sieht auch ein bisschen komisch aus. Deswegen wird der beim nächstbesten Gelegenheit verkauft. Das war also jetzt nur reine Abzocke. So ein Schuft. Gut. Gucken wir uns mal im Norden weiter um. Also ja, dadurch, dass ich wahrscheinlich nicht Zeitraffern werde oder wahrscheinlich nur im Ernstfall Zeitraffern werde, wenn wir wirklich nur Laufwege haben, also zum Beispiel nach Nashkir zurückkehren, kurz Pfeile kaufen,
dann werde ich vielleicht Zeitraffern, aber so, wenn wir in der Gegend unterwegs sind, nicht unbedingt. Da geht's nach, hier steht nach Osten Richtung Naschkelle. Hier sind zum Beispiel wieder schöne Blumen. Wir können mal kurz nach da lang gucken. Da wäre der das Gebiet über dem Fluss hinweg. Beinahe unter meiner Würde. Aber da wollen wir noch nicht hin. Ich habe ja gesagt, wir wollen erstmal die Gebiete, wo wir jetzt schon waren, also die Gebiete, wo wir waren, südlich von Naschkel erkunden. Beziehungsweise sollten wir uns da einen genaueren Plan machen. Okay, hier sind nochmal Klippen. Der Effekt ist sehr schön gemacht. Vor allem hier. Sieht man richtig schön, wie abgetragen die verschiedenen Gesteinsschichten. Also sie haben sich damals schon auch sehr viel Mühe gegeben. Auch wenn das, glaube ich, hier alles ja Bitmaps sind. Oder halt Grafiken, wo dann einfach die Spielfiguren aufgelegt wurden. Kann mich natürlich auch irren. Ich kenne die damalige Technik nicht so genau. Nicht mehr so genau. Heute wird ja alles mit Vektoren und Polygonen und so weiter bestimmt. Vor allem in den leistungsfressenden Shootern. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass ich nicht ganz so der Shooter-Fan bin. Und da sind wir schon wieder beim Xwarddorf. Hm? Können ja kurz hier mal zur Vollständigkeit noch das Fitzelchen hier hinter dem Z aufdecken. So. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns dünn. Ne, über Shooter will ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Entschuldigung, dass ich zu dem Thema gekommen bin. Ne, bleiben wir bei guten alten Rollenspielen. Bei Oldschool und Indie-Spielen. Die haben für mich, für meinen Geschmack, einen viel höheren Wiederspielbarkeitswert und sind auch nicht so nervenkostend. So, wir verlassen jetzt die Karte, weil wir hier ja fertig sind. Also kann ich mal kurz zeigen. Das können wir ja nicht aufdecken, hier die Gebiete, leider. Sonst könnten wir die ganze Karte sehen. So, mal kurz der Plan, wie ich weitermachen möchte. Ich möchte erstmal hier hingehen. Von da aus, also das Gebiet haben wir auch noch nicht ganz fertig. Von da aus will ich dann hier hingehen. Und von da aus zurück nach Naschkel. Dann von Naschkel den Jahrmarkt und das Gebiet hier machen. Also wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich Schleuderkugeln brauchen, wenn wir die beiden Gebiete fertig haben. Naschkel, Jahrmarkt. Dann das Gebiet hier, da sind wir ja aus der Mine rausgekommen. Und dann das Gebiet südlich. Dann wieder nach Naschkel, dann machen wir die beiden Gebiete und dann geht's nach Berikost. Weil da haben wir ja auch noch was zu tun. Wir haben übrigens auch noch andere Sachen zu tun, also nicht direkt zu tun. Wir wurden darum gebeten, zum Beispiel diesen Kommandanten von Naschkel zu finden. Diesen Brage. Aber im Augenblick hat das nicht so die Priorität. Es hat auch nicht die Priorität, so sehr nach Berikost zu kommen und uns diesen Transig zu schnappen. Der hieß doch Transig, oder? Ja, Transig. Zu schnappen, der im Wirtshaus auf Mala hieß Nachricht wartet. Auch ein Zwart. Ach, nur ein Zwart. So, das war der Xwart. Also ja, Tazok hat zwar gewusst, dass wir nach Naschkel unterwegs waren. Aber, also nach dem Auftrag hier, den er an Nimbul geschickt hat, wusste Tazok, dass wir nach Naschkel aufgebrochen sind. Aber er weiß wahrscheinlich nicht, dass wir Mala hier aufgemischt haben. Hoffe ich jedenfalls mal.
Weil solange er das nicht weiß, können Nichts wir uns leichter als das. In Ruhe hier im amnischen Gebiet aufhalten. Weil wir sind ja so gesehen schon an der Grenze von Am. Also ich glaube, der Wolkengipfel, genau. Das finde ich so genial. Hier in dem Gebiet steht einfach so ein Schild. Wolkengipfelgebirge. Einfach so in der Pampa.